Ich habe das Gefühl, sobald ich ein Baby anfasse, ich mache alles falsch. Ja, ey, alles gut, alles gut. Ich kann das nicht. We are young, we are strong. Hallo. Kommt rein, ihr beiden Mäuschens. Huch, ich muss sie dann nur gleich noch anziehen, bevor wir losgehen. Alles gut. Und? Alles gut. Hallo, Luna. Ich kann zufälligerweise gleich mal Pipi gehen und vor allem muss sie wickeln. Deswegen quengelt sie auch so ein bisschen. Ah, alles gut. Alles gut, Schatz. Aber ich habe jetzt hier gar nichts hier zum... Pass auf, ihr Lieben. Und dann passt das schon. Guck mal hier. Okay. Du hast doch dein Quetschi trotzdem. Schatz. Komm mal hier, Maus. Pass auf, dann geh du voran. Ich mach das hier schnell, okay? Okay, die Wickeltasche ist dahinter. Hey, Baby. Ja. Guck mal hier. Dein Quetschi ist super. Oh, Baby. Hey, wir machen das. Ich bring gute Laune mit. Ich bring gute Laune mit. Ich bring gute Laune mit. Hey, hey, bei dir, Schnecke. Hey. Oh, Mann. Warte, ich mach das. Okay, hier wird zum Quetschi. Oh, nichts auf dem Bauch. Hey, guck mal hier. Alles gut, okay? Okay. La la la. Mausebär, 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 Mausebär. Was? Schatzi! Wo ist denn los? Willst du sie bitte nehmen? Ja, na klar. Oh, na, Baby. Alles gut. Alles gut bei dir? Willst du auch ein Quetschi? Ich kann das nicht mehr. Was kannst du nicht? Sie ist mir fast von der Couch gefallen. Die hat sich den Kopf aufschlagen können. Dann hat sie sich auf den Bauch gedreht. Ich habe das Gefühl, sie kriegt keine Luft mehr. Ich habe das Gefühl, sobald ich ein Baby anfasse, ich mache alles falsch. Ja, ey, alles gut, alles gut. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Wie soll ich da mit meinem Baby umgehen? So. Das ist eine einfache Alltagssituation, Emmy. Ich kann sie doch nicht mal wickeln. Das wird alles kommen. Trust me, okay? Ich war am Anfang auch komplett überfordert, okay? Und ich glaube, mich dachte auch, sie hat sich ganz auf wegen den Kopf gestoßen. Hey! Aber es ist doch scheiße. Ich krieg das hier nicht. Wie soll das erst werden, wenn es vielleicht auch Trisomie hat? Dann brauchst du ja eine besondere Pflege. Und ich krieg das hin. Ich krieg's nicht hin. Babe. Hi, Baby. Guck mal, was ich uns bis morgen ausgeliehen habe. Einen großen Schuhkarton. Willst du aufmachen? Darf ich aufmachen? Mach auf, Schatz. Ja, mach auf. Okay. Das ist nicht nur eine Puppe, nein, das ist ein echtes Simulationsbaby. Damit wir auch alles vorbereitet sind. Weißt du das? Ein Simulationsbaby. Was simuliert das? Na, du musst das behandeln wie ein echtes Baby. Dann schreit's und dann musst du erkennen. Ah! Ah! Das ist die Anleitung dafür? Ja. Das musst du alles einprogrammieren und sowas, ne? Das muss ich? Ja. In diesem Jahr noch? Ja, jetzt am besten. Ist das nicht eine tolle Idee? Guck mal, dann sind wir für alles gewappnet, wenn irgendwas passiert. Dann können wir uns noch mal richtig schön vorbereiten. Auf eine echte Elternschaft. Okay, kriegen wir hin. Was ist los? Ist das okay? Das ist okay, Baby. Das ist super. Oh Mann, Schatz. Ja. Ich will nur nicht, dass so eine Scheiße wie mit Luna noch mal passiert. Und unser Baby will vielleicht auch Special Needs haben. Und dann, das gibt uns noch viel, viel mehr Sicherheit. Guck mal, hier gibt's gerade Chips. Einen für die Mama, einen für den Papa. Damit das Baby wohl weiß, wer da gerade am Start ist. Toll, oder? Schön. Das ist übrigens Sophie. So. Echt? Hm? Das ist ein Mädchen? Ja. Also. Weil wir auch ein Mädchen haben. Hey, musst du noch was lesen oder sind wir jetzt hier erstmal so? Nein, wir sind durch. Wir haben alles eingegeben. Jetzt müssen wir uns einloggen. Mhm. Okay, dann. Wer wird's? Was hat's? Was hat sie? Ich hab einen Fuß. Okay. Weißt du, was immer hilft? Über mir? Okay, alles klar. Wir haben Hunger. Na. Und? Ruhig. Sehr schön. Ja? Was zeigt uns das? Es ist keine Raketenwissenschaft. Wenn wir einen Pupsi machen, dann gibt's eine neue Windel. Wenn wir schreien, dann gibt's das Fläschchen. Aber das müssen wir ja herausfinden, weil Babys können nicht sprechen. Und hast du es gerade am Kopf geschlagen? Nein. Sie Fahrradfahren, man verlernt sowas einfach nicht. Genau. Das hat ja richtig gut funktioniert, mein Schatz. Ja, weil du es geschlagen hast. Für 20 Sekunden. So ein Quatsch. Okay, lass mich mal jetzt. Vielleicht ist Mami besser dran. Ich will auch mal.
Hier. War meine Idee. Mach mal besser. Okay, Mensch, jetzt. Oh. Fußseiten. Ja. Boah, ernsthaft, ey. Guck. Ja, ja, als ob jetzt. An Mamis Brust fühlt sich jeder wohl. Okay, das stimmt. Aha, vielleicht Mamis Brust doch nicht so toll, wie Mami denkt. Ich muss einfach, was soll ich jetzt machen? Soll ich, das geht gleich wieder weg. Das geht gleich wieder weg, okay. Was sagt deine weibliche Intuition? Windeln wechseln? Soll ich die Brust geben? Was soll ich jetzt machen? Schatz, ja. Kannst du mir helfen, bitte? Kannst du gucken oder guck nach? Ich. 471 Seiten. Keine Ahnung. Ah ja. Lag unterm Bett. Okay. Keine Ahnung, wie er hingekommen ist. Ja. Aber? Hast du noch etwas gemacht, Schatz? Nein. Was soll ich mit dem Schnulli machen? So, ich hab ihr mal hier die Schlüpfe auch wieder richtig rum angezogen, ne? Wieso? War die falsch? Ja, die war falsch rum. Schatz. Musst du gewesen sein. Ich war das bestimmt nicht. Nein? Nein. Ich hab das schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, aber ich hab Connor aber ohne rumlaufen lassen. Ach, schön. Deswegen hat er ein Ding an der Waffel. Hey. Aber es ist ja wie Fahrradfahren, das verlernt man ja nicht. Boah, Quatsch. Ja. Wir werden beide heute K.O. ins Bett fallen. Ich könnte jetzt schon schlafen. Du könntest jetzt schon schlafen? Ja. Ich beruhige sie die ganze Zeit, Schatz. Ich muss andere Sachen machen. Oh, komm. So, was könnte sie als nächstes haben? Also, sie ist frisch gewickelt. Ja, ein Akku. Mann, sie ist frisch gewickelt. Sie liegt bei mir an der Brust. Und sie könnte bald wieder Hunger kriegen, glaube ich. Ich hab Hunger. Ich mach dir noch was zu essen. Aber erstmal musst du der Kleinen hier was zu essen geben. Die hat Hunger, dann blöd die wieder rum. Komm, Schatz, gehst du bitte in die Küche und holst die Flasche? Ja, die Flasche. Nimmst du den Nuckel dann noch mit und machst den sauber? Wieso? Einfach so. Ja. Das wird super, oder? Mhm. Gut, dass du dir noch mal dieses Tutorial angeguckt hast. Und das ist echt richtig gut gewickelt. Das sitzt sicher. Das fühlt sich wohl. Eine Sache habe ich richtig gemacht mit dem Ding. Mit dem Ding? Das ist Sophie. Baby? Ja. Okay. Also bis morgen ist es Sophie, bis morgen sie wieder ist es abgeht. Vielleicht war es auch keine schlechte Idee, Sophie zu organisieren, weil so eine gewisse Auffrischung meiner Babykenntnisse ist nicht schlecht. So Nächte mit Connor sind schon lange. Apropos Nächte, ich bin gespannt, wie jetzt diese Nacht wird. Wie oft sie sich melden wird. Gar nicht, wenn ich fliege zum gelben Sack. Schatz! Okay. Mann, das. Ja, ist ja gut. Wir nehmen es ernst. Wir gehen bald mit unserem echten Baby spazieren. Ja, ich weiß. Cool, oder? Direkt. Ein bisschen, ja. Ja. Und das hier hat mir auch wirklich weitergeholfen. Ich weiß, es ist nur eine Puppe, aber nach diesem Fast-Luna-Unfall war ich mir so unsicher. Und es war wirklich die coole Idee. Ich hab gedacht, ich bin überfordert mit der ganzen Situation oder den Aufgaben als Mutter nicht gewachsen. Hm. Aber doch, ich glaube, wir werden das packen. Meinst du, ihr beide oder wir beide? Wir beide. Wir beide. Ja. Wir packen das beide. Ja, wir packen alles. So, dein Lieblingsmann geht zur Arbeit. Okay. Hm? Hast du noch unbrauchbare Tipps, oder? So viele, Baby, so viele. Ey, warum starrst du so? Das ist ein schönes Bild. Du als Mami. In ein paar Wochen, dann ist es Normalität. Ja. Oh gut, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Augenringe und so ein bisschen Erbrochenes auf unseren Hemden oder so. Oh, ich freue mich drauf, Schatz. Ja, Erbrochenes auf Hemden? Ja. So, du bist zur Arbeit. Ach, dann komm mal gut nach Hause. Hey, was ist los? Alles okay? Hey, Baby. Ich kann auch Toni anrufen und es absagen. Dann bleibe ich einfach hier und helfe dir noch ein bisschen. Nee, okay? Alles gut. Ja? Ja. Ich habe die ganze Zeit die Puppe getragen. Ich trage die Kleine hier vor mir rum.
Einfach. Ja. Ich muss auch langsam anfangen, um was vorzunehmen. Ja. Mach die Puppe nachher aus. Ich mach die nicht aus. Dann kriegst du ein bisschen Schlaf. Sie kriegt ein bisschen Schlaf. Ich kann unser. Die Kleine hier kann ich auch nicht ausmachen. It's your choice. Zieh das durch. Du ziehst das durch, Baby. Ja. Ist auf jeden Fall eine krasse Wandlung, was hier durchgeht, oder? Mm. Heute Morgen noch so Katastrophe und jetzt hier Supermama. Ich bin voll drin, Schatz. Du bist voll drin. Wenn was ist, sag Bescheid, ja? Mach nicht so doll auf Arbeit, ja? Gut, schön. Hast du gehört? Wenn was ist, sag Bescheid. Okay. Bye, bye. Bye, bye. Okay. Du wirst jetzt auch schlafen und ich hoffe, du bist die Woche auch irgendwie... Ich hoffe, du bist die Nacht auch ruhig, okay? Was geht ab morgen los? Deine Winterferien. Ach du Scheiße, das war bestimmt Momo. Momo ruft mich den ganzen Morgen schon an. Ich krieg absolut eine Krise, wirklich. Was? Mein Rücken. Frau Brandt, hochschwanger mit Rückenschmerzen. Hey. Jedes Mal, wenn ich Joko sehe, dann habe ich so einen Herzrasen. Was?